Hallo und willkommen zurück bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Jawohl. Okay. Ah, er spielt wohl gerade virtuell das Toilettenspiel. Okay, bevor wir aber mit ihm hier, wer auch immer es sein mag, können wir mit ihm eigentlich quatschen, oder? Sorry, ich kann jetzt nicht sprechen. Das wäre gegen die oberste Direktive. Noch ein Selfie? Okay. Wer ist das? Naja, auf jeden Fall schauen wir mal, was hier sonst noch so rumliegt. Wie zum Beispiel dieser Schlüssel, der sofort ins Auge sticht. Sag. Vitrinenschlüssel. Vermutlich für eine Vitrine. Ich habe übrigens in der Aufnahmepause, nenne ich es einfach mal, noch ein bisschen gecraftet und ein paar Gegenstände hergestellt, um Artefakte herzustellen. Einfach nur, weil das macht auch keinen Sinn, das hier jetzt aufzunehmen. Also das ist irgendwie langweilig beim Zugucken. Ich habe einfach einen ganzen Haufen Artefakte erstellt, bin im Level gestiegen. Ja, und habe die Artefakte angelegt. Deswegen ist meine Artefaktmacht jetzt bei 591. Weiß gar nicht mehr, wo die vorher war. War ja ein bisschen weniger, schätze ich. Okay, runter. Erinnerst du Captain Kirk im Wilden Westen? Aber es war alles nur eine Illusion? Klar erinnere ich. Erinnerst du, als Commander Riker mal ein totaler Frauenschwarm war? Ja, war nicht mein Typ, aber ich erinnere. Gut versteckt. Die Vitrine. Wenn uns das nicht umbringt gleich. Ja, ich will aber wissen. Ach man. Okay. Space Track Modellaufsteller. Ja, den wir übrigens auch brauchen, um ein weiteres Artefakt herzustellen. Ich bin noch nicht so sicher, was man hier jetzt machen kann, soll, muss. Oh. Okay. Naja, wenn wir schon mal hier sind. Und das hätten wir. Funkgeräusch, ne? Das ist. Wuhu! Ciao! Na komm, nehmen sollst du das. So, Mikrowelle aus. Wir erkennen schon, was da drin ist. Verbranntes Space Track Modell. Okay, da werde ich doch noch mal kurz einen Blick da reinwerfen.
Nee, Moment, ich brauche den Crafting. Genau, den Atomkreuzer. Dann fehlt uns noch nasses Space Track Modell. Nass. Auf dem Klo, würde ich jetzt mal behaupten. Hatte ich oben nicht schon das abgeguckt? Abgesucht? Nasses Modell. Oh oh. Na gut, wir versuchen es einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Das geht ja nicht so sehr darum, dass man das eine verkackt, ne? Das geht so darum, ob man bei dem anderen wieder auffüllt, aber es hat irgendwie, es reicht nicht. Schade. Ne, das werde ich, glaube ich, nie hinkriegen. Kriegen wir jetzt ein nasses Modell her? Nass. Sorry, ich kann jetzt nicht sprechen. Das wäre gegen die oberste Direktive. Naja, okay. Später, vielleicht woanders. Schauen wir mal. So, das ist Wendys Haus. Da waren wir schon. Wenn ich gerade dabei bin. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich nicht irgendwo irgendwie irgendwas vergesse. Willst du mir das Handwerk legen? So schlecht koche ich doch gar nicht. Erinnerst du Capri-Sonne? Oh, das waren die Besten. Ich erinnere. Machen wir ein Selfie? Habe ich wahrscheinlich auch schon. Ja. Ach, hier unten könnten wir... Ja, irgendwas kann man hier bestimmt machen. Moment. Ja, schön, dass man mal nachgeguckt hat. Toolshed, der Richtige für jeden Job. Arschgeiler Arsch. So, was haben wir hier für interessante Informationen? Okay, Häuschen mit Blümchen draufgeklebt. Hey, auf meinem Haus ist kein Blümchen. Was kann das nur bedeuten? Das war es dann hier unten auch schon wieder. Moment, Bibi heißt die hier. Nicht Wendy. Fürze bitte draußen lassen. Sehr erwachsen. Ja. Hey. Wow, du hast mir ein neues Kostüm gemacht. Machen wir ein Selfie. Wuhu!
ob ich ein Selfie mit dir machen will? Hallo? Dann mal weiter. Okay, hier scheinen wir schon alles ausgeräubert zu haben. Und da waren wir auch schon drauf. Okay. Ich will natürlich auch alle Yaoi-Bilder finden, ne? Deswegen lieber überall zweimal rein, auch wenn es überflüssig ist. So, und falls ihr euch fragt, wo ich überhaupt gerade hin möchte, zuerst natürlich an diese Tasche. zum Waldrand wollte ich jetzt eigentlich ganz gerne. Beziehungsweise in den Wald. Ah, okay. So. Keine Augen. Weil ich das letzte Bild von diesem Polizeikomiker noch aufhängen wollte. So eine Scheiße, okay, warum muss ich Wache schieben? Halt's Maul und schieb Wache, du Kackspast! Ich will auch mit dem Feuer spielen! Das ist doch der furzende Selbstjustizler! Der Name ist scheiße. Nenn mich Furzkönig. Wunderarsch. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Also wirklich. Na gut, hier bin ich ja goldrichtig. Arschgeiler Arsch! Danke, danke. So, dann haben wir das nämlich hoch abgehakt. Bam. Oh. Hab ich da beim nächsten Mal übersehen? Erinnerst du die 120 Sterne zum Sammeln in Super Mario 64? Oh, ich erinnere. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Chun-Lis Schenkel? Oh, und wie ich die erinnere. Für die, die es nicht wissen, Street Fighter 2. Netzpostfachschlüssel. Schön. Bist du aus dem Zirkus entlaufen? Am liebsten mag ich, wenn sie Elefanten auspeitschen. Dafür kriegst du auch einen Furz vom Kopf. Behalte deinen Damenhalt für dich, Furznase. Bisschen Müll stöbern. Edgars Kleber. Ah, okay, jetzt bin ich dann einfach nur von der anderen Seite gekommen. Kommt her, Mezis! Ah, hier, komm. Mietz! Jetzt halt. Bam! 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 Oh!
Könnt ihr nicht mal langsam hier angreifen? Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! So. Oh, die gehen ja so schon fast raus. Im Anmarsch. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Moment. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich einen höher gehen. Von Kuhn and Friends. Der Viertklassmüll muss mal rausgebracht werden. Mikroaggression. Schlag ihn. Ruck. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Oder was? Kuhn, na los! Ja. Kuhn, Kuhn! Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ha! Ja. Oh. Lass dich da von deinem Freund passieren. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen. Pew, pew. Ah. Was für eine hübsche Lightshow. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ja, warum hat er da eine Aktion, die wir noch nicht machen können? Das ist doch voll doof. Ach Mann. Damit man das mal sieht, ne? Au! Da ist nur noch Matsch in der Birne. Okay, ich glaube nicht, dass wir den vor seiner Aktion noch kaputt kriegen. Wow, ich bin fast beeindruckt. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Platz für den Kuhn! Nicht schlecht, mein Teilzeitverbündeter. Wir Klästerversohlen, geile Sache! Scheiße. Ja. Oh, wie eklig. Ach. Starterlaubnis. Ja komm, dafür kannst du dich aber auch sofort rächen. Sieg! Wunderbar. Da fällt mir am anderen Ende der Stadt war ja auch noch so ein Lava-Ding, das ein bisschen Abkürzung versaut hat. Hm. Nein. Heldenhafte Narbe. Ich sehe schon, komm, hier kommen wir jetzt gleich nur von der anderen Seite wieder ran, oder? Na komm, gucken wir mal. Ah, okay. Ist da etwa Diabetes? Zack. Bis denn. Ach, da fällt mir noch mehr ein. Warte, ich wieder an der Schule stehen. Wir hatten ja auch Jimbo. Von dem hatten wir ja auch noch einen Auftrag, ne? Jetzt können wir ja im Peppermint Hippo. Auch in den privaten Bereich rein und so weiter. Okay, aber erstmal ganz kurz zu dem Komiker. Mach das Ding auf. Tut mir leid, Politik. Tut mir leid, Politik. Ja, wie ist. Auch nicht schlecht. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein.
Okay, dann nicht. So. Waren die Ladebildschirme vorher auch schon da? Okay. Dann suchen wir mal nach Jimbos Brieftasche. Ach Mann, das Kind von gestern Abend, das mir den Drink versaut. Ich jetzt? Ich hab grad einen Viertelständer. So, na gut, jetzt schon. Ein Viertel ist. Ich habe jedoch nur in den Martini gefurzt oder was. Vergiss es, außer ich krieg ein ungepanschtes Getränk für Erwachsene. Das ist bestimmt Schweinegeld. Oh, ich könnte mal gucken. Ich meine, wir haben ja auch eine Menge, ne? Okay. Du erinnerst mich an mein Enkelkind? Na dann los. Blaze. Oh, echt hübsch. Ja. Der VIP-Bereich ist immer noch zu. Da liegt eindeutig irgendetwas auf dem Boden. Da ist auch eindeutig irgendwas. Soll das etwa dein Stripclub-Outfit sein? Ja. Für meine Fans habe ich immer Zeit. Ich glaube, den habe ich auch schon. Ja, klar. Dafür habe ich ja extra so eine CD gekauft. Cocktail mischen? Ja, genau. Ich meine, wir haben ordentlich Kohle, ne? Aber, jetzt, wo ich das hier sehe, fällt mir auch wieder ein, dass wir auch noch zu Haus der Marsch müssen. Warte, dort, oh, da ist er schon. Okay, um dem Opa die Kondome zu geben. Opa. Ja, nee, wir sind ja über die Bühne. Stimmt, ja, stimmt, ja. Lass dich nicht stören, Tusse. So, da waren wir schon gucken und jetzt dürften wir dann auch hier reinkommen. Wir sind ja so neugierig, also erledigen wir das direkt auch noch. Hier, kleiner Lakai. So, Schleimer. Juhu. Ciao. Ja. Scherbe des Biestes. Da ist noch einer. Ja, eine wahre Fundgrube. Wunderbar.
größten Freunde. Ja. Oh. Untersuchungsmodus, Übereinstimmung. Hacken. Hier kommt das Chaos! Komm her, kleiner Lakai! So, kleiner! Okay, hat er gesehen, jetzt finde 40 Yaoi-Bilder ins Haus Park. Ja, ich glaube, wir haben echt noch einiges vor uns. Bis bald! Okay. Okay. Müssen wir hier durch? Und gehen auch nochmal zurück zu Jimbo. Da. Ja, und ich muss echt mal ein großes Lob für den Soundtrack hier aussprechen. Also ich finde, das ist richtig gut gemacht. Auch der Sound. Also die Lieder, die extra dafür produziert wurden, auch diese Heldenmusiken und so, das ist, ich finde das total genial. Nein. Zwei Stück fehlen uns, glaube ich, noch für den Erfolg. Geil, du hast ihn gefunden. Hör zu, Selbstjustizler. Falls du mal ein Problem hast, ruf mich und Ned. Wir feuern dann so lange auf dein Problem, bis es keins mehr ist. Okay. Ach, das ist mit Sicherheit so weit wie auch der Vater von Kyle. Mann, ich brauche unbedingt so ein Selfie-Foto mit dem furzenden Patrioten. Jimbo. Danke, kriegst einen Swipe nach rechts auf Kunstagram. Ich hab neue Ware reinbekommen, schau dich um. Swipe nach rechts? Kriegswelpe. Magnum Dynamo. Schallfellkalisator. Ich glaube, den haben wir sogar schon. Okay, den kaufe ich mir natürlich. Man kann nie genug Survival Equipment haben. Okay, schnapp dir die bösen Jungs. Okay. Ja, den haben wir schon. Okidoki, dann hinfort. Okay, wir sind jetzt quasi am falschen Ende der Stadt. Selbstjustizler, verdammt den Spaß im Vollzug! Oh, eine versteckte Kiste. Kann ich von Nutzen sein? Ja, da sind wir ja leider nicht reingekommen. Interessanterweise. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Ja, dann haben wir sie.
Aber BKR... Da sollen wir eigentlich hin. Ziehen wir das durch? Da fällt mir noch einer ein. Mein Gott. Jetzt kommt's. Die ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und mehr dazu. Vor allem Orte, wo man halt schon gewesen ist. Ne? Bis dann. Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Was machst du da unten? Das willst du nicht wissen. Glaubst du vielleicht das Handy? Oh oh. Geschafft! Unfair! Du hast ja echt Superkräfte im Arsch! Ich muss weg! Großes Lob hier an den Synchronsprecher. So. Ah. Zack. Benehmen am Bett. Ja. Es soll nächste Woche regnen. Wer hat den Teller nicht leer gegessen? Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Ich würde es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Ach genau, die hatten wir ja auch noch irgendwie, ne? Beim Paarberater irgendwo. Stimmt, da war auch noch was offen. Wird mir aber auch hier irgendwie nirgendwo angezeigt, so direkt. Na ne, schnell wieder aus. Falsche Richtung. Okay, durch Wendy wollen wir nochmal eben schnell erledigen. Haben wir was an, dass wir glauben können. Oh, hey Neuer! Scheinlich müssen wir dann die Demobile-Leute umbiegen. Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Ja, lass mal ziehen. Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei D-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebse, denn die Länge wie Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Name und D-Mobile-Nummer bitte! Name und D-Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen! Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch! Wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es. Die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kogel, rett uns! Komm, Wunder Arsch, denen reißen wir die Asche auf. Krebsmenschen. Zwing uns nicht, den Chef zu rufen. Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Ich habe das Gefühl, die werden auch so ihren Chef rufen. Dem Troll hast du es gezeigt! Wie Krebs schmecken, wie Menschen töten! In Höhle zurück aus der... Das habt ihr davon! Geschäft an! Name und die Mobile-Nummer bitte! Ja, South Park hatte schon eine Menge Probleme. Wunder, Arsch geht ab, Leute!
Pause ist vorbei. Nach der Sache werdet ihr ein Dutzend Service-Tickets aufmachen müssen. Ich bin nicht so ganz sicher, wie hilfreich das hier ist. Aber wir machen es mal. Gedachst! Am besten fängst du ohne Fingerkuppen von vorne an. Bleib hier, Kunde! Ein Rabatt für dich! Okay. Krebsmenschen, Krebsmenschen. Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Sauer, Leute. Subdermale Mutation, DNA. Ah, Krakenbogen von Cornwall, schön. Ach, und Stufenaufstieg, das wird besser und besser. Knallharter Heldenrang Nummer 8. Ja, super. Danke, Colgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, klar, Colgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben lief, ruf mich an. Lippenstift. Ja, okay, wollen wir mal hier die Reste aus dem Kadaver ziehen? Jetzt ein Selfie. Oh, lieben gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Ach, ich hasse dich. Die Zentrale hat uns neue Ware geschickt. Interesse? Ich den nicht schon? Das wird dir bestimmt nützlich sein. Das ist wahrscheinlich derselbe Scheiß wie bei allen anderen, ne? Wenn ich das Ding kaufe, dann kann ich mit denen Fotos machen. Naja, das... Nochmals danke für alles, Held. So weit bin ich noch nicht. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. Klar mache ich ein Selfie mit meinem Befreier. Immerhin zwei kollegiale Mitarbeiter hier. Schön. Hast du Lust auf unbegrenztes Selfie-Volumen? Okidoki. Ja, ich fürchte, das war's aber auch schon wieder für diesen Part. Im nächsten werden wir uns dann tatsächlich mal in Richtung Tokens Haus begeben und gucken, wovon wir uns sonst noch so ablenken lassen können. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Schaut euch auch die nächsten Parts an. Gebt mir einen Daumen nach oben, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Korben.